Hallo zurück im Küchengarten. Ich bin heute hier mit meinem guten Freund Dani, den kennt ihr ja schon aus einigen anderen Videos. Und wir machen heute etwas ganz Spezielles. Und zwar, Dani, was machen wir? Weißt du noch den schwedischen Namen? Wir öffnen einen Surströmming. Nicht nur öffnen, wir werden ihn auch probieren. Ganz genau. Wir freuen uns schon tierisch und wir... Fischisch. Ja, wir freuen uns schon fischisch, das ist gut. Nee, das ist ein richtiges Event, weil da sind so viele Videos im Internet, grassieren im Internet herum, wo die Leute anfangen zu kotzen. Und wir können uns nicht vorstellen, dass dieser Fisch so grauslig ist, dass man wirklich daraufhin kotzen muss. Also sich übergeben. Wir sagen das schön, gell, Dani? Okay. Surströmming ist ja eine schwedische Spezialität. Das ist nämlich fermentierter Hering, der in einer Dose aufbewahrt wird und der hält sich da drinnen extrem lange, weil er wurde früher auf Seereisen mitgenommen und dort musste er sich natürlich lange halten. Deswegen riecht es natürlich, wenn man die Box, also diese Dose steht auch unter Druck. Du hast das schon Absolut. Gesehen, gell? Wenn sie warm ist sie gebaucht. Wenn sie kalt ist, geht's. Genau, deswegen haben wir sie gekühlt. Und das passende Werkzeug gemacht, um sie öffnen. Genau, Dani hat sich wirklich was Gutes überlegt und das werden wir euch nachher zeigen. Also kommt mit uns, wenn wir diese schwedische Delikatesse verkosten. Also auf gutes Gelingen, shake hands. Genau. Zuerst haben wir uns noch Beilagen hergerichtet, hier Zwiebelringe, eine gute Flasche Wein. Es gab auch noch knuspriges Brot und Kartoffeln, denn wir hatten wirklich die Hoffnung, dass wir tatsächlich probieren können. Ja, eine Feinfläche Wein dazu, dann haben wir feine Zwiebeln und wir geniessen einfach nur gerade mit Surströmming. Da, wie gesagt, diese Surströmming-Dose unter großem Druck steht, hatte sich Dani ein geniales Werkzeug gebastelt, eine lange Stange mit einem Nagel vorne dran, um sie anzustechen. Wir hatten in vielen Videos gesehen, dass nachher eine richtige Fontäne an Soße herausspritzen sollte und das ist das Stinkende an der ganzen Geschichte. Bei uns passierte das gar nicht so intensiv, ich glaube, weil er sie gut gekühlt hatte. Ja, jetzt sieht man doch etwas Saft herausrinnen und da kam auch gleich der tapfere Roger, schnappte sich beherzt die Dose, weil er auch schon ziemlich gespannt war, was denn mit dem Surströmming wirklich los war und nahm eine tiefe Nase voll. Und dann waren wir irgendwie alle enttäuscht. Wir vermuten mittlerweile schon, dass man uns was Falsches geschickt hat, weil wir finden es gar nicht schlimm. Ja. Ist so. Gell? Und auch ich war ganz mutig. Nein, überhaupt nicht. Das schmeckt einfach nach Meeresfrucht, nach Muschel, nach Miesmuschel. Ja, nach Miesmuschel. Ja, wirklich. Mm. Ja, wir stehen hier daneben und... Mm. Also ich habe keinen Brechreiz. Ich freue mich sogar jetzt, das zu kosten. Ja, also. Ich auch. Oh. Na, jetzt sind da drinnen die fermentierten Heringe. Gott sei Dank, wir haben gar keine Köpfe dran. Bei anderen habe ich gesehen, dass Köpfe dran sind. Die sind schwarz, so dunkel. Dani, riech auch mal. Das ist gar nicht schlimm. Lecker. Das riecht gut. Also ich kann mir nur vorstellen, dass die anderen Leute, die das so grauslich gefunden haben, dass die es nicht gekühlt hatten. Der Dani hat es natürlich die ganze Zeit, du hast es im Kühlschrank, gell? Ja, das war der Fehler. Also, ab zum Toast mit Zwiebeln und Zitrone. Zwiebeln und Zitrone, jetzt werden wir uns das schmecken lassen. Gesagt, getan, ich schnappte mir also aus der Dose ein Filet und begann es zu filetieren. Ich habe es am Ende aufgeschnitten und dann die Innereien und die Gräten, also das Rückgrat, herausgeholt. Die Haut habe ich dran gelassen, die schien mir nämlich recht zart, die könnte man aber auch noch entfernen. Und danach habe ich es auf ein Stück Toast gegeben. Die Zwiebeln habe ich weggelassen, denn rohe Zwiebeln mag ich nicht so gerne, vertrage ich auch nicht so gut. Zwiebeln? Was soll ich jetzt? Oder komm, zuerst. Ist herrlich mit Zwiebeln. Ja, ich mache jetzt zwei Brötchen. Sehr salzig. Hat einen eigenen Geschmack. Aber Hoppala. Nicht schlecht. Mhm, nein, aber... Ich glaube, wenn ich jetzt eine frische Makrele gehabt hätte und es hat schon einen ganz eigenen Geschmack. Ganz eigen. Nein, die brauchen wir, glaube ich. Nein, so schlimm ist, glaube ich, nicht.
Also jetzt bin ich auch nicht mehr ganz sicher. Ja, mal. Ja, mal. Daniel Lecker. Guten Appetit. Knusprig. Also Herr Bohrer. Liebe Leute, es ist vorbei für heute. Wir haben den Surströmming genossen. Es ist absolut nicht so schlimm, wie ihr alle tönt. Es war sogar lecker gewesen, mit einem feinen Zwiebeln, einem Toastbrot. Und das war es für heute vom Küchengarten. Mhm. Wir möchten euch verabschieden von euch. Und macht doch, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Falls es euch nicht gefallen hat, sagt es bitte einfach nicht weiter. Ja, das war's also mit der Süßströming-Challenge aus dem Küchengarten. Spaß hat's gemacht, geschmeckt hat's auch. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Garten-YouTuber auf eine Dose Süßströming reagieren, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, denn ich nehme eine Dose, die hat Dani speziell für mich noch besorgt, mit zum Garten-YouTuber-Treffen diesen August im Rigottiland. Sehr interessieren würde mich auch noch, ob ihr schon mal Süßströming gegessen habt. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal im Küchengarten. Ich freue mich.